Wir haben Maden im Haus. Wir sind Phyllis und Serki. Ich bin Milan. Ich bin Lucila. Hi. Viel Spaß bei unserem Video. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch. Hallo. Wir haben gerade den Live-Haul für DM gedreht, mein Brother and me. Und alle Sachen sind nur meins. Und Milan hat sogar mit eingekauft, er hat seinen eigenen Haul gemacht. Wir hatten beide noch nicht gefrühstückt, wir haben das gleich 10 Uhr und haben überlegt, wir gehen jetzt zu McDonald's zum Frühstücken. Ich habe noch nie bei McDonald's gefrühstückt übrigens. Und dann fahren wir auch schon nach Hause, weil die beiden anderen Kinder, die haben wir abgeschoben zu Mama und Papa. Und ja, ich habe jetzt Hunger und wir fahren jetzt zu McDonald's, zum Glück direkt gegenüber, ne? Warte mal. Ja. Wie isst du deinen Burger denn? Also das hier schmeckt richtig gut. Was ist das? Wie heißt das nochmal? Irgendwas mit Käse. Keine Ahnung. Und das ist mit Nutella. Das mochte Milan nicht. Aber das esse ich gleich. So, jetzt sind wir noch bei Ikea kurz, ne? Weil wir fahren ja quasi dran vorbei. Milan ist im Smaland und wir bummeln jetzt ein bisschen. Übrigens für alle, die günstige Brotboxen suchen, hier bei Ikea gibt es welche, auch mit Unterteilung. Also falls jemand auf der Suche ist, hier gibt es auch so zwei kleine Unterteilungen und eine große. 3,99, 4,99. Hallo Leute, ich bin schon wieder zu Hause und habe jetzt erstmal noch nicht angefangen, das Video zu bearbeiten. Ich möchte jetzt erstmal sauber machen mit meinem neuen Mikrofasertuch und habe jetzt angefangen, die Stühle abzuputzen damit. Ja? Der ist bei Oma. Mein Bruder kommt mit Kian nämlich nachher, Entschuldigung, nach. Und dann ist er erstmal eine Weile hier. Dann kommen meine Eltern später zum Essen heute. Und ja, ihr werdet ja alles sehen. Also brauche ich euch das ja eigentlich nicht erzählen. Ich werde jetzt weiter putzen und dann mein Video bearbeiten. Denn das soll ja um 18 Uhr auch noch online kommen, ne? About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away. To a place where we don't know. Na, was macht die Phyllis, wenn sie in der Küche steht? Natürlich kochen, so wie jeden Tag. Wirklich, wenn ich zu Hause bin, koche ich immer oder wir kochen zusammen bei meinen Eltern. Aber bei uns wird wirklich fast ausnahmslos täglich frisch gekocht und am liebsten mit frischem Gemüse. Heute gibt es Kartoffelgratin und Hackfleischfrikadellen und jo. Das ist nicht so viel Gemüse außer Kartoffeln, ne? Aber egal, wir hatten da richtig Lust drauf. Ich habe schon lange keinen Gratin mehr gemacht. Und dazu einfach ein paar Frikadellen, weil die Kinder das so gerne mögen. Und ein bisschen Blattsalat oder so. Meine Eltern kommen ja gleich noch zum Essen. Ich habe das Video schon fertig gemacht. Das lädt gerade hoch. Ich muss dann nachher noch ein bisschen den Abspann und so weiter bearbeiten. Und dann ist es fertig. Ja, ich liege ganz gut in der Zeit. Das Video für den Kinderkanal ist auch online gegangen. Das verlinke ich euch einmal in der Infobox. Da haben wir das Spiel. Wir spielen Einkaufen von Ravensburger gespielt. Ein super Spiel für Kinder ab 6 Jahren, die lernen sollen, mit Geld umzugehen. Wir haben für Milan auch schon ein neues Spiel gekauft. Und zwar, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Zeige ich euch gleich mal. Aber egal, jetzt fange ich erstmal an zu kochen. Und zwar fange ich damit an, indem ich die Kartoffeln schäle. Okay. Sie hat nämlich gesagt, sie möchte sich gerne ausruhen. Und dafür möchte sie gerne ihre Decke holen. Und jetzt holt sie ihre Decke. Okay. Ach ja, die arme Maus, die fühlt sich ein bisschen kaputt und hat gesagt, sie muss sich ausruhen. Genau, ich schäle jetzt erstmal die Kartoffeln und die Frikadellen mache ich dann im Anschluss. About to leave, already packing, come with me. Ich habe mir das irgendwie nie zu angewohnt gemacht, den Sparschäler zu schälen. Ich mache das jetzt mal mit dem Sparschäler. Ich habe jetzt hier meine Kartoffeln in Scheiben geschnitten. Das ist jetzt natürlich ein bisschen viel. Also das ist ein 2-Kilo-Sack und da sind jetzt noch diese Kartoffeln ungefähr übrig. Und habe den Mulex eingefettet mit Butter. Ihr wisst, große Mulex-Liebe. Ich mache alles im Mulex, seit ich den habe. Also eine riesengroße Empfehlung an alle, die gerne genauso wie ich viel und frisch kochen und auch gerne kochen. Und jetzt werde ich die Kartoffeln da erstmal schön platzieren und dann gucken wir mal weiter. Also ich habe es jetzt mal abgewogen, also die übrig gebliebenen Kartoffeln sind 600 Gramm, also sind das 1400 Gramm. Die Kartoffeln habe ich jetzt hier platziert. Ich habe mir 2 Becher Sahne und 200
bis 300 Milliliter Milch hier reingemacht. Da kommen dann 2 Knoblauchzehen rein und Gewürze. Ich mache da Salz, Pfeffer, ein bisschen klein gehackte Petersilie, Paprikapulver und Muskatnuss. Das kippe ich dann hier drüber und lasse das erstmal im Mulex ein bisschen gar werden. Und zum Schluss kommt dann der Käse drüber. Fertig. Ist das fertig? Nee, noch nicht. Darf ich damit kochen? Schon wieder mit kochen? Willst du genauso wie Mama sein? Willst du immer ganz viel kochen? Ja. Darf ich? Meine Küchenhilfe Kian ist auch wieder mit dabei. Darf ich bitte? Ja, ich bin schon fertig, mein Schatz. Guck. Ey, jetzt sehe ich gar nichts. Aber so, jetzt muss man nochmal den würzen. Ja. Würzen. Ich dachte, das. Warum machst du das? Das ist Knoblauch, den presse ich jetzt hier rein. Darf so. Man nicht. Warum? Weil ich das nicht darf mehr. Das darf man einfach nicht. Das ist lecker. Gewürze, mein Schatz. Oh, von unten ein bisschen. Bisschen runter, nicht so hoch. Genau, noch mehr. Stopp. Ja. So, dann. Jetzt rühren. Nee, noch nicht. Ein bisschen davon. Okay. Vorsichtig. Ja, mach ruhig rein. Okay. So, dann. Darf ich? Ein bisschen Muskatnuss. Ich darf auch. Mehr. Stopp. Mhm. So, jetzt kannst du schon mal ein bisschen umrühren. Und ich mache halt eben die Petersilie. Aber vorsichtig. Nee, rühr mal ruhig ein bisschen von unten so. Bis ich hier fertig bin mit dem Petersilie schneiden. Ja. Ich darf noch ein bisschen hier oben machen. Ich darf rühren, oder? Timmy-Bier. Auch für den Milchgesummer. Ja, ich kann das gut rühren. Super. Profi bist du, ne? Ja, ich bin schon groß. Jetzt, wo soll das rein? Warte. Das hier? Das kommt jetzt hier mit rein und dann kannst du gleich weiter rühren. Jetzt? Fertig. Was soll ich jetzt machen? So, das gießt Mama jetzt einmal hier rein. Ich darf das auch abwechseln. Abwechseln. Willst du den Rest hier reinkippen? Was? Ja. Nimm dir das, warte. So. Und rein. Alle? Mhm. Super. Dankeschön. Was ist hier? Wir? Ja. Okay. Was ist das? Mama? Hä? Was ist das? Das ist Hackfleisch, mein Schatz. Lecker. Lecker, Mama. Mhm. Voll dunkel. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. Get away to a place where we don't know.
Herzchen. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Kian ist jetzt im Bett, wir haben es jetzt 7:30 und mit den beiden Großen wollten wir jetzt das neue Spiel einmal spielen. Mama, ich will das zeigen, guck mal. Ja, kennst du mal die Packung? So fängt man an. Zeig mal. Hier ist die Packung. Billy Bieber. Hier ist die Packung. Billy Bieber. Billy Bieber. Was ist das? Das brauchen wir, das müssen wir gleich aufkleben. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Erstmal alles weg. Oh, du hast vergessen. So, jetzt roll ich. Das war bestimmt lustig. Sie sagt, das war bestimmt lustig. Das wird bestimmt lustig, meint sie. Ach so. Das süß. Das war bestimmt lustig. Darf ich das auch gleich machen? Ne, voll gerade. Darf ich das auch gleich machen? Mach doch. Sila, geh mal. Nee, ihr müsst auch rollen. Opa. Kann ich doch da machen. Nee, flinch nicht. Ich mach aber da. Mach doch, wenn du willst. Wenn du willst. Wir haben Maden im Haus. Gute Nacht. Thinking I was lost here, but I don't wanna lose you, love.